Ich freue mich ganz besonders, heute im Rahmen der Jahreskonferenz von der Monetative Christian Stiefmüller bei mir zu begrüßen. Sie sind langjähriger Investmentbanker gewesen und sind jetzt bei Finance Watch tätig als Senior Policy Analyst. Und das ist ja die Interessenvertretung der europäischen Bürger quasi. Auf den ersten Blick ist das ein ziemlicher Wandel in Ihrem Lebenslauf. Vielen Dank, Frau Jentsch. Im Prinzip ist es nicht ganz so weit hergeholt, wie man sich das möglicherweise vorstellt. Im Banking tätig zu sein und im Banking lange tätig zu sein, bedeutet für mich natürlich auch sehr viel von der Realwirtschaft gesehen zu haben und auch in vielen Fällen gesehen zu haben, wo das Banking in seiner heutigen Ausprägung den Bedürfnissen der Realwirtschaft nicht ganz gerecht wird. Wenn man also dann den Wunsch hat, diese beiden Felder wieder näher zusammenzubringen, muss man sich wahrscheinlich ein wenig auf Distanz begeben. Und das habe ich also mit meinem Wechsel zu Finance Watch vollzogen. Es gehört vielleicht noch dazu, ich bin von der Ausbildung her Jurist. Ich habe mich lange mit Europarecht beschäftigt. Europarecht ist natürlich für die gesamte Rahmengesetzgebung des Finanzsektors von essentieller Bedeutung. Vor allem seit 2008, 2009 hat es dort natürlich sehr, sehr viel Bewegung gegeben. Zum Guten, vielleicht manchmal auch zu wenig, vielleicht an anderer Stelle überschießend. Dieser ganze Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, auch wenn er zum Teil aus der öffentlichen Wahrnehmung etwas verschwunden ist. Und mir liegt auch sehr daran, weiterhin dafür zu sorgen, dass das Thema der Finanzwirtschaft und auch die Art und Weise, dass die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft wieder dienstbar wird, doch also in der öffentlichen Aufmerksamkeit weiterhin erhalten bleibt. Genau, also die Frage ist natürlich, momentan könnte man, Sie haben es vorsichtig ausgedrückt, schon sagen, dass Realwirtschaft und Finanzwirtschaft nicht mehr ganz so viel miteinander zu tun haben. Eigentlich soll ja der Finanzsektor der Realwirtschaft dienen, aber das hat sich spätestens ab dem Zeitpunkt der Finanzkrise voneinander abgekoppelt. Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Finanzwirtschaft beschreiben? Es ist sicherlich so, dass seit der Krise vieles passiert ist. Es ist allerdings auch so, dass viele der handelnden Personen wahrscheinlich etwas zu optimistisch sind, dass genug getan worden ist. An Regulierung. Ja. Man hat das also festgestellt mit der letzten Kommission, wo also durchaus der neue Finanzkommissar seinerzeit mit dem Anspruch angetreten ist, es gibt wieder zu viel Regulierung und man muss überdenken, ob der Bankensektor nicht also von einigen dieser Regulierungen wieder befreit werden müsste, um wettbewerbsfähig zu sein. Aus unserer Wahrnehmung muss man sagen, viele der Wettbewerbshindernisse sind eigentlich vom Bankensektor auch selbst verschuldet. Und viele der regulatorischen Belastungen sind durchaus auch überzeichnet und übertrieben. Und meines Erachtens ist es also ganz wichtig, dass man also heute darauf Acht gibt, dass man nicht also zum falschen Zeitpunkt eine Liberalisierung wieder einführt, zu einem Zeitpunkt, wo sowohl also in Europa als auch anderswo durchaus große geopolitische und weltwirtschaftliche Risiken nach wie vor ungelöst sind. Ja. Sie haben gerade Ihren Vortrag gehalten zu dem Thema Blockchain, Distributed Ledger Technologie im Allgemeinen und Fintechs. Erstmal die ganz grobe Frage, wie werden denn Fintechs die Bankenlandschaft verändern? Sie sind bereits im Begriff, das zu tun, und ich sehe eigentlich hier auch eine Parallele zu den
sagen wir mal, zwei bisherigen Wellen der Digitalisierung und des digitalen Wandels in der Wirtschaft. Diese Veränderung wird eben nicht nur durch das Eintreten neuer Akteure entstehen, sondern ganz stark auch durch die Reaktion der eingesessenen Spieler auf diese neuen Akteure. Also es wird im Prinzip sicherlich durch diese Fintechs, und das ist auch bereits im Gange, es wird eine Reaktion geben der Finanzdienstleister, der Finanzunternehmen, der Banken, die natürlich versuchen, also auf diese neuen technologischen Möglichkeiten reagieren und sich die zu eigen zu machen. Dabei verfügen sie natürlich, und das darf man nicht vergessen, über ganz beträchtliche Vorteile, nämlich eine ungleich größere Kapitalausstattung, Millionen von Kunden, Netzwerke, die natürlich also für Startups nicht in der Art und Weise nutzbar sind. Es wird sicherlich die einen oder anderen Fintechs geben, die unter eigener Kraft zu Veränderungen führen werden und sich auch etablieren werden. Den größten Impact meines Erachtens sehe ich eigentlich darin, dass sie eine doch relativ verkrustete Industrie dazu zwingen, sich selbst zu bewegen und selbst ins 21. Jahrhundert zu überzutreten. Wird das auch für den Kunden Veränderungen bringen? Also nicht nur für die Banklandschaft, sondern für den Kunden am Ende? Es bringt sicherlich für den Kunden Veränderungen. Zuallererst, ganz einfach, ergibt es natürlich neue Angebote und mehr Wahlfreiheit, mehr Wahlmöglichkeiten. Und es ergibt eben auch eine erzwungene neue Kundenfokussierung. Der wesentliche Hebel, mit dem Fintechs in den meisten Fällen operieren, ist ja diese starke Kundenorientierung, diese Kenntnis des Kundens, diese Fähigkeit, Kunden zu profilieren, sprich also Daten zu erfassen und aus denen auch wirklich ein maßgeschneidertes und dem Kunden attraktives Angebot zu schaffen. Wie sich das mit der Privatsphäre verträgt, das sei dahingestellt. Und da gibt es sicherlich auf allen Ebenen noch Nachdenk- und Verbesserungsbedarf. Mhm. Aber Tatsache ist, für den Kunden wird es meines Erachtens schon eine Verbesserung des Produktangebotes und des Dienstleistungsangebotes geben. Das kann eben kommen von den Newcomers oder aber auch von den Incumbents, die reagieren. Sie haben es gerade schon angesprochen, Datenschutz und auf der anderen Seite natürlich auch Überwachungsmöglichkeiten, die dadurch entstehen. Wir haben heute schon einen Vortrag gehört von Norbert Hering, der ist ein starker Verfechter des Bargelds und sagt also, dass im Prinzip alles, was digital abläuft, natürlich auch digitale Spuren hinterlässt. Ob das jetzt eine Peer-to-Peer-Geschichte ist, wie bei der Blockchain oder der Bitcoin, der auf der Blockchain bewegt wird quasi. Da hat man auch ein Konto, wo man sich anmelden muss. Wenn man das wieder auslöst in andere Assets sozusagen, dann ist man überhaupt nicht mehr anonym. Wie stark sehen Sie das Problem und was halten Sie von diesem Kampf für das Bargeld? Sind Sie auch Bargeldverfechter? Ich bin jedenfalls nicht der Ansicht, dass man aus welchen Gründen auch immer, seien es ordnungspolitische, seien es Effizienzerwägungen, wie auch immer, ich bin kein Verfechter dieser Initiative, das Bargeld bewusst abzuschaffen. Ich denke, das Bargeld hat seinen Platz und wird den auch noch lange haben. Es wäre allerdings meines Erachtens verfehlt, die Möglichkeiten des digitalen Geldes deswegen abzulehnen oder eine proaktive Einführung dieser Möglichkeiten, eine proaktive Haltung gegenüber den Versprechen, die auch damit einhergehen, sozusagen dadurch zu erschweren oder zu verhindern.
dass man sagt, naja, also da gibt es Datenschutzprobleme, da wird die Anonymität aufgegeben, etc. Man muss es schon in Bezug setzen, in den Kontext setzen. Letzten Endes, ja, Bargeld ist ein anonymes Zahlungsmittel. Eine Überweisung ist es schon nicht mehr. Wenn wir uns jetzt im tagtäglichen Gebrauch überlegen, wie viel von unseren Zahlungen und wie viel von unseren sozusagen Geldbewegungen wir heutzutage schon, ob auf Papier oder sonst irgendwo, auf elektronische Art und Weise abführen und nicht mit Bargeld, dann glaube ich, sollten wir auch eine bisschen realistischere Haltung gegenüber diesem Anonymitätsbedürfnis einnehmen. Anonymität ist sicherlich in manchen Kontext gerechtfertigt und wichtig, andererseits auch nicht unbedingt ein Selbstzweck. Es ist wichtig, dass der Bürger sein Selbstbestimmungsrecht über seine Privatsphäre behält und über seine personenbezogenen Daten. Und deswegen habe ich auch vorhin schon diesen Einschub gemacht, dass die Möglichkeiten des digitalen Gelds und des Fintech per se eben nur unter diesem Kaviat ausgeschöpft werden sollen, dass man den Schutz der Privatsphäre ermöglicht bzw. verbessert. Weil gerade dort sind meines Erachtens heute noch ganz wesentliche Schwachstellen. Welche Auswirkungen können denn diese Fintechs auf das Geldsystem haben oder auf die Geldreform? Wir sind ja hier sozusagen bei den Geldreformern heute zu Gast. Kann es da Auswirkungen in Richtung Vollgeldsystem haben? Also ich hab ja auch während des Vortrags darauf Bezug genommen, es gibt also durchaus Technologien innerhalb dieses Fintech-Komplexes, und da meine ich also insbesondere eben die Technologie der Distributed Ledgers, die im Prinzip, also ich kann sagen, also die Plattformtechnologie ist für den Bitcoin. Diese Technologie per se ist, wenn man so möchte, vielseitig verwendbar und anwendungsneutral. Sie wird sehr oft, und das, mein Eindruck war auch im heutigen Kontext, sie wird sehr oft mit Bitcoin gleichgesetzt, ja. Und natürlich mit den Vorbehalten, die viele gegenüber einer Cryptocurrency hegen. Die Technologie selber allerdings wäre zum Beispiel auch in den Händen eines staatlichen Geldschöpfungsmonopols anwendbar und wäre eigentlich meines Erachtens auch, wenn man so möchte, ein fast idealer Hebel für eine Umsetzung eines Vollgeldsystems, wenn, und das ist eigentlich bei dieser gesamten Diskussion immer das große wenn ein politischer Konsens dafür herbeigeführt werden kann. Hat der Gesetzgeber da überhaupt ein Interesse dran? Gut, also da sind wir jetzt natürlich in der Vollgelddiskussion mittendrin angekommen. Da möchte ich jetzt mal einflechten. Also diese Diskussion ist natürlich sehr vielschichtig, und ich glaube, aus heutiger Perspektive sind die Beharrungskräfte jedenfalls, also des momentanen Fractional Reserve Bankings, sehr hoch. Das ist ein System, mit dem wir schon sehr lange leben. For better or for worse, kann man sagen. Das heißt, die Frage stellt sich eigentlich im Prinzip aus der Perspektive, wie groß sind wirklich also die realen Beharrungskräfte dieses momentanen oder dieser aktuellen Geldordnung. Der Staat hat, und das wird ja auch von der Monetative immer wieder ins Feld geführt, durchaus handfeste Gründe oder Motivation für ein Vollgeldsystem. Das beginnt natürlich beim Senior-Rate-Vorteil, das beginnt darüber, dass man also anderen Zugriff auf die Zinspolitik hat, das beginnt oder das geht dann natürlich auch darüber dazu über, dass die Geldmengenpolitik als solche ein neues zusätzliches Tool für die staatliche Konjunkturpolitik wird.
Das sind alles Punkte, die man sicherlich also für das Vollgeldsystem ins Treffen führen kann. Man muss allerdings sagen, also dass die disruptiven Auswirkungen auf das jetzige Finanzsystem natürlich nicht unterschätzt werden dürfen und dass also eben die potenzielle Einführung, auch wenn sie von den staatlichen Stellen oder der Zentralbank erwogen oder sogar befürwortet würde, man sieht zum Beispiel also ja diese Diskussion, die sich gerade in England abspielt, selbst also wenn das der Fall wäre, muss man trotzdem auf die Kosten-Nutzen-Analyse Rücksicht nehmen, die eben der Einführungsprozess selbst mit sich bringt oder die den Einführungsprozess bestimmt. Und diese Transition Period in einer Art und Weise zu gestalten, dass sie nicht zu einer großen Disruption führt, ist natürlich ein Thema, das eine einzelne Volkswirtschaft, die also international handelt und im internationalen Verbund agiert, für sich selber kaum beantworten kann. Sie hatten gerade erwähnt, die Blockchain, also fürs Publikum nochmal zu sagen, Distributed Ledger Systems, das ist also der Überbegriff und die Blockchain ist jetzt die bekannteste von diesen Systemen quasi. Die wird nicht nur in den Finanzmärkten Veränderungen bringen können, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Was können Sie sich da vorstellen? Die Blockchain als solches ist im Prinzip, wenn man so möchte, eine öffentliche Datenbank. Und zwar eine öffentliche Datenbank, die ein bisher kaum dagewesenes Potenzial für Transparenz hat und eine kaum dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Manipulation. Sprich, also durch die kryptografischen Prozesse, denen die Daten unterzogen werden, ist es also mit heutigen Mitteln kaum möglich, solche Datensätze zu verändern, ohne dass die Manipulation aufgezeigt wird. Ja. Und es ist auch inhärent in der Sache, dass also jeder berechtigte Nutzer den Datensatz nicht nur in seiner heutigen Fassung im Prinzip auslesen kann, sondern auch ein Maximum an Zuversicht hat, dass dieser Datensatz eine schlüssige und fehlerlose Kette von Vorgängern durchlaufen hat. So, wo brauche ich das? Das brauche ich eigentlich überall. Mhm. Zum Beispiel nehmen Sie Griechenland, ja, wo wir seit mehreren Jahren, seit 6 Jahren mindestens, immer wieder hören, dass es nicht möglich ist, Hypotheken auszugeben oder kaum auszugeben, weil kein Grundbuch da ist. Ja. Ja. Die griechische Regierung denkt darüber nach. Ähnliches passiert zum Beispiel in Südamerika, in Honduras, wo ein solches Projekt, das auch im Bereich Grundbuch bereits läuft. Und das ist von den Anwendungen her natürlich ausdehnbar. Da kann man also Staatsbürgerschaftsdaten, da kann man so Daten das für Sozialleistungen und ähnliche Themen einpflegen, die dann wirklich also sicher und nachprüfbar an verschiedensten Stellen abgelegt sind und eben gegen Manipulation geschützt. Und natürlich die, wenn man so möchte, hohe Schule des Ganzen wäre natürlich Blockchain auch als Träger einzusetzen für partizipative Instrumente. Mhm. Sprich also die politische Beteiligung, sprich Wahlen. Auch hier gibt es viele Projekte, gibt es viele Überlegungen. Auch hier zeigt sich, dass es wieder eine Abwägung geben muss zwischen einerseits eben den Vorteilen, sprich also Nachprüfbarkeit, Transparenz und natürlich gerade in einem sehr sensiblen Bereich wie den Wahlen, dem Bedürfnis nach Anonymität und Privatsphäre. Das ist lösbar meines Erachtens, aber so weit sind wir heute wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Es
gibt auch Überlegungen, dass beispielsweise die Blockchain dabei helfen könnte, das Ende der globalen Dollarherrschaft herbeizuführen. Und zwar in dem Sinne, dass ja im Moment noch die ganzen internationalen Transaktionen über amerikanische Bankensysteme laufen müssen. Und wenn das dann bankenunabhängig wäre, dass das in diese Richtung führen könnte. Was sagen Sie dazu? Gut, da sind wir jetzt dann wieder so bei dieser Dichotomie. Ja, wollen wir sozusagen eine völlig vom staatlichen Kontext losgelöste Bezugsgröße, Bezugswährung haben, wie sie jetzt auch heiße, ob das jetzt ein Bitcoin oder irgendein anderes nach der gleichen Art und Weise sozusagen hergestellte Referenzgröße ist. Es ist sicherlich schwierig, sich vorzustellen, dass für so eine neutrale Referenzgröße ein Konsens gefunden werden kann. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, ähnlich wie unsere Überlegungen zur Blockchain bzw. zu einer staatsunabhängigen Kryptowährung, ist auch hier die Frage, mit welcher gesellschaftspolitischen Legitimation bzw. auch nach welchen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen wird eine solche Referenzwährung verwaltet. Wir haben gesehen, also, und man sieht es auch heute in der Praxis, der Bitcoin existiert und funktioniert, aber er funktioniert mit Einschränkungen. Diese Einschränkungen sind meines Erachtens so gravierend, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man eine sozusagen neutrale Referenzgröße einführen kann. Allerdings denke ich sehr wohl, dass über den Einsatz von Blockchain-Technologie auf der Zentralbankseite natürlich der internationale Zahlungsverkehr deutlich vereinfacht werden kann und es eben durchaus möglich ist, dass die Rolle des Dollar als Referenzwährung allein dadurch zurückgeht, dass es mehr direkte Verrechnungen eben gibt zwischen Zentralbanken oder über Zentralbankkonten. Wie sehen Sie das Geld der Zukunft? Wie wird das Geld der Zukunft aussehen? Werden wir Richtung Krypto gehen mit ganz viel Konkurrenz untereinander oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also wie stehen wir da in 10 Jahren? Holen Sie Ihre Glaskugel raus. Wenn ich das hier und heute wüsste. Ich denke mal, so wie wir es eigentlich auch bei früheren Innovationsschüben immer wieder gesehen haben, es ist unwahrscheinlich, dass wir eine Konvertierung sozusagen aller verschiedener Geldformen, zumindest in absehbarer Zeit, auf einen neuen Standard bekommen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, also es gibt heute eine Vielzahl von Ausprägungen. Es gibt immer noch das Bargeld, das ist immer noch wichtig. Es gibt das elektronische Geld auch heute schon. Ich denke, das digitale Geld wird künftig natürlich daneben treten. Ob es sozusagen also in dem Zusammenhang zu einer Ablöse kommen wird, zumal in einem Zeitraum von 10 Jahren, das wage ich jetzt nicht zu behaupten. Ich würde sagen, das digitale Geld kommt. Es wird sicherlich einen großen Prozentsatz unseres Zahlungsverkehrs ausmachen in absehbarer Zeit. Es wird sicherlich die Frage befeuern, wie wir mit unserem heutigen Giralgeldsystem umgehen. Es wird sicher die Vollgelddiskussion wieder in die breitere Öffentlichkeit tragen. Ich bin mir nicht sicher, ob in 10 Jahren diese Diskussion abgeschlossen sein wird.
Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Und zwar Finance Watch quasi als Bürgervertretung oder als Vertretung der Interessen der europäischen Bürger. Da bin ich mal auf die Seite gegangen und was mir dann direkt ins Auge gefallen ist, unter den Sponsoren findet sich dann auch die vielbesprochene Open Society von George Soros. Ja, wie kommt das zustande oder was könnten Sie dazu noch sagen? Gut, also ich meine, wir sehen uns als eine Organisation, die wirklich einen möglichst breiten Kreis von Bürgerinteressen repräsentiert. Also Sie finden in unserem Mitgliederkreis karitative Organisationen, Sie finden in unserem Mitgliederkreis Arbeitnehmerorganisationen, Arbeitgeberorganisationen. Und zahlreiche, wenn man so will, einfach philanthropische Organisationen, die selbst verschiedene, sagen wir mal, sektoriale Schwerpunktanliegen unterstützen. Und die Open Society Foundation hat natürlich eine Vielzahl von philanthropischen Schwerpunkten und einer davon ist nicht zuletzt auch der Finanzbereich. Und Soros ist ja durchaus auch immer wieder an die Öffentlichkeit gegangen und hat eingefordert, dass den Bedürfnissen der Realwirtschaft im Bankenbereich und im Finanzbereich wieder mehr Geltung verschafft wird. Also ich sehe das nicht als inkonsistent, sondern ich sehe das eigentlich durchaus also als einen Beweis, dass die Open Society Foundation und die anderen Organisationen, die uns unterstützen, in dieser Sache durchaus von einem Platz hängen. Vielen herzlichen Dank.